Herr Uber-Fahrer, wenn wir Ihnen zu viel Scheiße labern, müssen Sie das bitte sagen. Oh Gott, wow. Sehr verehrte Damen, Herren und Mischgeschlechter, ich bin's, eure Weinhaus, und guckt mal, wo ich bin. Nee, nicht im Clever Shuttle, sondern heute im Uber. Ich bin auf dem Weg ins Sony Center und dabei habe ich... Fixi, zeig dich mal hier. Da hinten sieht man das übel, ich habe die Fixi Feld dabei. Und wir gehen heute ins Sony Center und was uns da erwartet, euch dementsprechend auch, das zeigen wir euch gleich bei der aktuellen Ausgabe von... Draußen mit Frau Weinhaus. Aber ja, einfach... Top. So, wir sind ja jetzt auch am Sony Center dran angekommen, ne? So. Und steigen jetzt aus dem Fahrgeschäft aus. Wahnsinnig glamourös alles heute wieder. Tschüss. Und ich habe heute natürlich dabei, wisst ihr, das. Und wir gehen jetzt einfach mal über die Straße ins Sony Center rein und werden von der Frau mit dem senfgelben Oberteil und dem Rad niedergefahren. Ja, auf jeden Fall sind wir auf dem Weg ins Sony Center, weil im Sony Center ist ein Kino. Und Fixi, was gucken wir uns heute für einen Film an? Boy Erased, der verlorene Sohn mit Nicole Kidman. Genau. Und dem Russell Crowe. Ja, der Russell Crowe und einem sehr jungen, hageren, aber aufstrebenden Jungschauspieler. Ist der geil? Du bist ja eh so eine Päderastin, für dich bestimmt. Ja. Ne? Na dann. Warum wir da heute landen, ne? Erzähle ich euch auch gleich. Es bleibt so spannend. Also einfach top. Vielleicht mache ich während des Films auch heimlich das Handy ein bisschen an. Dann kann ich euch so eine kleine Sneak Peek geben. Ja, also ich verrate es einfach gleich. Die TFD hat ja so eine ganz tolle Kampagne gegen die Homoheilung in Deutschland veröffentlicht, um die Petition gegen die Homoheilung von dem geilen Lukas... von dem süßen Lukas Havrilak zu unterstützen. Und darauf ist Universal aufmerksam geworden. Und dann dürfen wir heute einfach mal bei der Preview als TFD dabei sein und so ein bisschen previewen. Und der Film Boy Erased kommt in Deutschland, glaube ich, erst in 4 Wochen oder so raus. Also irgendwann im März oder April oder so. Aber weil Transvestiten ja wahnsinnig beliebt sind, auch bei der Universal, nicht, Fitzi Feld, du auch, ja. Dürfen wir heute einfach schon mal ein bisschen früher den Film angucken. Und ich sag euch einfach dann im Nachhinein, ob er gut oder scheiße war. Wobei mir der Kidman ist ja eigentlich immer fast alles gut, ne? Naja, wenn sie noch Mimik auch Botox. Hätte, dann ja. So, und wir laufen jetzt ins Kino rein und so wie ich es im Urin habe, sind wir im falschen Kino. Deswegen machen wir uns jetzt schon mal so richtig zum Löffel. Und Fixi, was geht ab? Einfach runter. Einfach runter? Ist doch das Backstage, sind Nutten und Koks und Kaviar und Champagner? Ja, ich laufe ja Treppe. Ist das nichts? Ach, da hinten ist eine Meute an Menschen. Da, seht ihr das? Da. Menschen. La 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 da. Einfach top. Das ist übrigens das wahnsinnig 90er Jahre Kino am Potsdamer Platz oder 2001 oder so. Ist wirklich sehr hässlich geworden. Aber wir gucken mal ganz kurz, ob wir vielleicht jemanden kennen. Ist der Lukas ja irgendwo, den kennen wir ja eh. Da habe ich auch die Emmy Stark gleich getroffen. Emmy Stark! Ja, hi. Ich suche dir gerade den Wimpernkleber aus meinem Tisch. Oh ja, die Emmy Stark rettet nämlich gerade mein Leben, weil nämlich dieser kleine Krenf... MCM, ist es echt? Natürlich, ich habe meinen Schrottwicht dann bekommen. Wollen wir erstmal so ein kleines Säckchen oder was? Holst du Sekt, dann mache ich kurz meine Wimpern fest. Ich muss jetzt auch erstmal ins Klo und meine Wimpern wieder ankleben. Das führt dazu nichts, ne? So, morgen! So, die Wimpern sind wieder fest und vor mir läuft, glaube ich, die Begleitung von der Emmy Stark. Warte mal, wie heißt du nochmal? Christoph. Christoph. I. Mit PH oder F? Mit PH. Raffiniert. Na, aber. Und wie bist du verbunden mit der Emmy Stark? Befreundet. Habt ihr mal gebumst? Alles vergessen. Oh Gott, da war es ja nicht so gut wahrscheinlich. Müssen wir den Sekt bezahlen? Ich bin eigentlich die Veranstalterin hier. Warum weiß ich sowas nicht? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Nee, Moment. Bevor du das Geld ausgibst, suchen wir erstmal die TFD und finden aus, ob wir für den Sekt was zahlen müssen. So, wahnsinnig viele Homosexuelle. Das liegt. Oh, Frank Wilde ist da. Ich dachte, du wolltest nichts öffentlich sagen. Oh, jetzt bist du endlich dein Lieblingsfernsehprogramm mal selbst. Hallo. Oh. Hallo, Dennis in der Zukunft. Kiff weniger und setz dich mal gerade hin.
Hannelore. Hallo. Hannelore? Hannelore, da gibt's Sekt also. Ja. Okay, es gibt Sekt. Na, dann zum Glück, wann? Jetzt? Nach der Vorstellung, nein. Du musst den Film erst aushalten. Aber nee, es gibt den Sekt erst nach der Vorstellung, Fixi. Was machen wir denn jetzt? Aber wir reden doch schon. Hallo, wir sind doch Transvestiten. Wir finden schon vorher an. Ja, genau. Mach den, kennt ihr? Auch? Aus dem, aus der Übergabe. Aus dem Video der Übergabe der Stimmen von der Petition von Change.org gegen die Homoheilung in Deutschland. Ja, und wir haben eine Menge erreicht seitdem, ne? Also jetzt wir haben ja nicht nur die Justizministerin überzeugt, sondern jetzt auch Jens Spahn seit Freitag. Naja, sag mal überzeugt, der ist einfach so eine mediengeile Piep und macht jetzt mit, weil sonst würde er wahrscheinlich einfach von noch mehr Homosexuellen möglicherweise einfach einen Lynchmord erfahren. Vermutlich schon, ja. Ist eigentlich freie Platzwahl da drin? Ja, es ist freie Platzwahl, wenn du einen guten Platz Scheiße. Haben willst. Scheiße, Fixi, wir müssen rein. Und da sind alle homosexuell. Die wollen auch alle. Guck mal, der hat eine Brille, ist also wie Harry Potter mit Schnurrbart. Harry Potter nach der Pubertät. Ne? Hallo. Das ist übrigens der Julian. Ah, so, Julian, leid ich. Du hast mir vorhin dieses Knoll gegeben, auch genau so. Ich habe das genauso behalten, wie du mir gegeben hast. Das heißt, ich darf jetzt damit wieder rein? Genau, damit darfst du wieder rein. Ja. Dann ist wieder. Also wenn du das unbedingt wieder willst, dann will ich mir danach die Hände waschen. Zum Glück habe ich das Sekt zu Hause getrunken. Ja? Ich will jetzt sofort meinen Sekt. Oh, hier gibt es noch antialkoholisch. Schön, ne? Ich hab mir eine Mirinda gesichert. Ich bringe jetzt den Witz aus dem Video, aus dem Justizministerium, den ich mir da irgendwie stark gemacht habe, einfach nochmal. Wenn wir früh genug in die Limo reinspucken, dann vergärt der Zucker da drin, dann ist es auch sowas wie Sekt. Guck ich mal, ob ich irgendwo noch einen Sekt finde vielleicht. Sonst, das ging mir gar nicht. Sonst gehe ich nach Hause. Hannelore, der Film geht jetzt gleich los. Bist du aufgeregt? Wahnsinnig aufgeregt. Wie oft hast du in deinem Leben schon zu Hannelore Elsner masturbiert? Zu Nicole Kidman masturbiert? Zu Hannelore Elsner mehr als zu Nicole Kidman. Okay, gut. Den Sekt gibt es erst nach dem Film. Ich kann ausrasten. Ich möchte jetzt einen Sekt. Ich will jetzt einen Sekt. Ohne mich gibt es den Film gar nicht. Da kann ich aber einen Sekt. Ich will jetzt einen Sekt. Entschuldigung, ich brauche einen Sekt. Das ist ganz wichtig. Entschuldigung. Danke sehr, Entschuldigung. Ich hole mir jetzt einen Sekt. Entschuldigen Sie, Frau Sinister-Mitarbeiterin. Gibt es jetzt auch einen Sekt für Transvestiten eventuell? Das kann ich nicht beantworten. Sie müssen den Veranstalter vorne. Ich bin von der Veranstaltung. Okay. Ich bin die Parteivorsitzende. Da werde ich wohl einen Sekt kriegen. Ich kann dazu nichts sagen. Tut mir leid. Dann müssen wir wegen dir eine ganze Flasche aufmachen. Dann hat die keine Kohlensäure mehr. Die kriege ich auch ruckzuck leer in 10 Minuten. Ne? Das ist das Problem. Ja, die Vorstellung reinsetzen. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Platz, dann hole ich eine Flasche Sekt. Ne? So machen wir das. Fixi! So. Ich habe eigentlich gedacht, als Parteivorsitzende kriege ich eine Ehrenloge oder so. Ist ja nicht geklappt. Morgen! Da ist gerade mein Mitarbeiter reingeflitzt. Ich bin die Parteivorsitzende der TfD, wir unterstützen die Veranstaltung. Ich würde auch einfach mal zu ihm. Lukas, guck mal, da ist der geile Lukas. Hi. Der ist an dem ganzen Käse schuld. Lukas, ist die TfD schon drin? Ja, ich glaube, Buffy ist gerade da reingerannt. Ja, darf ich auch rein? Ich warte mal einen kleinen Moment. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das Go schon haben. Warum? Ja. Und weißt du, was ich ganz schlimm finde? Ich wollte jetzt einfach gerade einen Sekt, um die Wartezeit zu überbrücken. Ja, und es gab keinen Sekt. Und da war die Frau total überfordert, wer ich bin. Und der Mindestsekt wurde immer noch nicht durchgesetzt. Kein Mindestsekt und sie wusste auch nicht, dass ich den Parteivorsitz innehabe. Die Fixi ist schon ganz vertrocknet, die hat sich den Sekt kaufen müssen. Lukas, kannst du nicht mal eine Magnumflasche besorgen? Ich kann nicht mal auf den Weg machen. Ja, am besten trocken. Okay. Und wenn du keine Magnumflasche findest, nehme ich 5 kleine. Okay. Fixi? Was denn? Mir nach. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Wie der Film ist, warum Markus Kowalski in der Regel ständig von mir genervt ist und ob ich zum Ende hin noch einen Sekt finde, seht ihr im zweiten Teil von Draußen mit Frau Weinhaus im Sony Center. Und wenn ihr noch mehr Informationen zur aktuellen TfD-Kampagne bezogen auf die Homoheilung in Deutschland haben wollt, dann guckt doch einfach mal auf www.travestie-für-deutschland.org und wenn ihr die Petition gegen die Homoheilung unterschreiben wollt, dann geht doch einfach mal auf change.org und gebt im Suchfeld ein Verbot von Conversion Therapy. Bis dann, alles Liebe, eure Weinhausbeise! Fixi, willst du neben mir sitzen vielleicht? Ja? Warte mal, dann sitzt du mal hier, dann ist da... Das ist so kacke.